4, 3, 2, 1. Komme! Hinter mir, vor mir, über mir, neben mir, geht nicht! So! Dann spielen wir heute mal eine Runde Hide and Seek. Wo sind denn die beiden? Hallo? Wisp, ich kann man sehen. Hallo? Ich höre doch was. Ich bin unsichtbar. Was? Ich bin unsichtbar. Der Bär heißt Ramona. Was denn hier los? Kommt mal raus, ich will hier spielen. Ich bin nicht zu sehen. Du nicht. Dein Schwert hat eine komische Spitze. Mein Kopf guckt da gerade so raus. Was? Nix. Kommt man jetzt, jetzt raus, ich will Misty Meyer Forest weiterspielen. Ich hänge fest im Bär. Hallo Bär. Dungeon hallo ihr Freunde, wollte ich gerade sagen. Hallo ihr Freunde. Hallo. Friends. Wie meinst du damit jetzt? Mit Freunde. Die Leute, die vielleicht eventuell über dieses Video gestolpert sind. Ach so. Mit beiden Füßen und gelandet sind und auf dem Knopf gelandet sind, der den Kram hier ausmacht. Und den entsprechend nicht drücken können. So, heute bin ich mal der Spielersteller, das heißt, ich habe den Hebel in der Hand. Wahrscheinlich sind die auf die Tischkante gestoßen mit dem Kopf. Und aus Versehen haben sie die Leertaste betätigt und ja, sind jetzt da am Verbluten. Ich wünsche euch schon mal gute die arme Leertaste. Die arme Leertaste. So, Misty Meyer, das ist der Nachbar von nebenan. Der hat einen Forest und den schauen wir uns jetzt nochmal genau an. Wir haben es ja schon mal versucht. Genau. Leider hat der Erfolg gerade eine Auszeit gehabt. Oh, guck mal, ein Intro. Schön. Das war aber schnell. Ja, das haben wir noch schon dreimal gesehen. Und natürlich voll verschlungen. Ja. Kristalle sehen anders aus, weil Rami die Kristalle anders Misty Meyer klingt aber echt wie irgendeine alte Dame von nebenan. Hallo, ich bin die Misty. Ja gut. Misty Meyer. Ich hab genau... Misty Meyer schon wieder, die machen so viel Krach. Ich habe genau keine Kristalle. Ach, hier sind welche. Einfach einsammeln. Ja. Mein Freund, du kennst das Spiel. Ja, stell dich mal nicht so dusselig an. Ja, wie habe ich sonst auf Stufe 63 geschafft? Du hast dich von uns mitziehen lassen. Ich ihr reißt mich ständig mit. So, der darf wieder Luft von sich lassen, aber mir dafür im Gegensatz Heilung und Kristalle geben. Das ist ein guter Typ. Ja, ist ein guter Deal, ne? Ja. Auch gerade der Notarzthelfer, der macht zwar auch ordentlich schlechte Luft, aber der heilt. So, egal. Wie machen wir das denn jetzt? Stellen wir die Sachen wieder dicht hier dran oder wieder weiter weg? Ja, verschiedenste Kommentare zu den Vorgehensweisen. Ja, ja, aber wenn wir immer auf die Zuschauer und Zuhörer hören würden, dann würden wir, glaube ich, alle irgendwie... Was heißt hier immer? Das mache ich ja sonst nie. Haha. Hi. Ja. Das weiß ich aber anders, denn du machst ganz viel Kram, was die Leute unter deine Videos schreiben. Ja dann, mir dann, hat auch dann, mal einer drunter geschrieben, ich soll mir einen ins Gesicht hauen. Das habe ich auch gemacht. Ja, das sind aber auch Sachen, die nimmt man sich dann auch zu Herzen. Ja, ne? Pam. Ich würde es nah an die Kristalle packen. Alles. Ich denke mal, das war doch schon ganz okay. So, wobei die ganzen Spinnen, die kommen auch eigentlich nur in diesem inneren Teil, ne? Ja. Die kommen eher da, da drüben spawnen sie und dann sind die halt hier so. Da, wo die Bäume sind. Genau, weil die kommen ja von... Oh Mann, das sind doch jetzt wieder 10 Minuten. Du hast auch wieder Spaß mit dem Schwert. Das ist super. Wie in der Klapse hier. Ich habe übrigens für die Leute, die tatsächlich das Spiel interessiert, ich habe eine neue Armbrust, die schießt ein bisschen schneller als die alte. Ich habe einen neuen und die lädt auch Stab, deutlich schneller nach. Der ist schön. Ja. Das ist ganz wunderbar. Ich würde mal anfangen. Okay. Wir drücken jetzt alle auf G und fangen einfach an, ohne was gebaut zu haben. Nein, Soll ich wieder meine Barrikaden hier aufbauen? Ich würde fast sogar stellenweise zu Abprallviechern sagen, tendieren, oder wie viel bringen die? Was machen die? Ich meine, wie viel teuer sind die? Ja, die kosten 10 Mana mehr. Ich weiß aber nicht, wie viele Abwehreinheiten das sind. Ja, das kann man herausfinden. Indem ich einfach eine aufstelle? Nein, indem du auf der mittlere Maustaste drückst. Beschwörder die mittlere Maustaste. Ganz oben und dann, dass du drüber gehst, über die Simpo. Über die Verteidigung. Das Wort ist das falsche.
4 Abwehreinheiten zu 3 Abwehreinheiten. Aber wenn die abprallen, dann kommen die, dann hauen die zumindest nicht drauf und fallen vielleicht nochmal zurück in die Fallen. Das stimmt. Ja. Dann setze ich hier mal so ein Ding rein. Ich sperre mir einfach mal alles hier mit Feuerfallen drauf, voll. Ja? Ja. Ich habe eine falsche Falle gedacht. Oh. Ist er falsch? Eieieiei. Das kann ja heute was werden. So, mal. Ich wurde nochmal gefragt, hatte jemand einen Wunsch, dass ich nochmal sage, was die Fallen denn eigentlich machen? Die Fallen hier bringen einfach, die machen Feuerschaden auf längere Zeit. Und da kann jeder gerne durchrennen, der möchte. Und jeder, der empfindlich gegen Feuer ist, der kriegt dann so ein paar Kratzer. Das Schöne ist, die halten relativ lange. Also kann man nochmal hier sehen. Halten theoretisch... ...25 Sekunden. Das ist eine Menge. Haben zwar nur 11 Aufladungen, aber das ist echt eine Menge. Halten, das ist eine Menge. Macht ihr euch gerade lustig über mich? Nein. Nein. Okay. Ich habe auch keinen Mana mehr. Ja, dann nimm doch das hier. Ja, was soll ich damit? Das ist auch nicht viel, aber vielleicht reicht das ja für was. Wir haben jetzt überall was. Haben wir jetzt überall was? Also ich habe an zwei. Mana. Ich habe an zwei Kristallen habe ich Blitztürme, einen Blitzturm jeweils und einen Feuerturm gestellt und hier vorne einen Blitzturm. Ich tue noch mal hier oben was hin. Ja. Weil das war, das war ein bisschen... War ein bisschen schwierig, ja. Oh, ich brauch... was? Ich brauch Mana? Nee, brauch ich gar nicht. Da? Wohin geht ihr denn? Gehst du wieder in den Nordosten? Ich mach das mal so, man kann die ja später auch noch wegnehmen. Ist das hier der Nordosten? Ja. Ja, ich gehe wieder in den Nordosten. So, soll ich... Und du in den Norden, Rami? Ja, das ist okay. Ich hau hier auf die Tasten und auf die Exkremente. Bisschen spritzt. Also davon kriegt man aber Hepatitis, ne? Ja. Von Exkrementen, die spritzen. Das geht! Das kenne ich mich nicht mit so aus. Ich glaube, es geht los. Oh mein Gott, das ist so eine lustige Folge. Ey, Mann, ey, deine Witze gehen mal gar nicht. Sei mal froh, dass das nicht eine andere Taste war. Sonst könnte man das jetzt nicht machen. Ja, so. Wir sehen auf jeden Fall Feuer. Es brennt. So brennet. Burn, Baby. Burn. Und die Kerle dürfen das auch. So, die neue Waffe ist auch ganz dufte. Sag mal, hast du normal oder was? Es ist wie normal. Es ist normal. Es ist mittel. Ja, genau. Aber die fallen alle um wie gelutschte Drops. Genau, wie leicht. Hast du das letzte Mal was Falsches eingestellt? Haben wir auf Wahnsinn gespielt oder was? Nee. Ist ja kein Wunder, dass das nicht knapp klappt. Basti hat bestimmt auf Ultra Hardcore mega krass ins Gesicht gespielt. Härter als Mutter. Härter als die Exkremente auf die Rami haut. Ja. So. Die spritzen auch viel weiter. Ja, sonst spritzen die nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Armbrust lag, aber ich hatte kein Problem. Ich auch, am Anfang hatten wir ja nie Probleme. Nee, aber doch nicht bei der ersten Welle so killefit hier. Das ist ja fast schon Hohn. Das Spiel verspöttet uns. Verschaböttet uns. Zur Erinnerung an euch, einfach alles aufheben an Items, ne? Ja, wir haben uns mal gedacht, wir spielen mal mit Konzept. Ja. Man wird es nicht glauben. Hier liegen keine Items rum, das ist der Trick. Wahrscheinlich, weil die gerade verkauft wurden. Weil die Runde zu Ende war. Ja, schön. Nein, du erzählst Kacka. So. Ach, stimmt ja. Die werden wenn wir jetzt die Runde anfangen. Ja, ich hab's verstanden. Mann, Rahm. Ich sabotiere euch jetzt. Gut. Was denn? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, du Saboteur. Bist du jetzt der möchte neue jemand Scatman? Scatman, skibid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 ib
Wo stelle ich denn die bösartigen Türme hin, die tödlichen? Wahrscheinlich eher hier so. Die bösartigen Türme? Dass die nach bösartig. Dort gucken. Bösartig. Oder? Bösartig. Ja. Ja, das kennt man aus der Windforschung. Bösartig. Gut, schneller. Ja. Da, ich, wollen wir, also ich hab noch. Ich wollte auch gerade aufwerten. Also ja, einfach hab irgendwelche. Ich schon, ach nee, hab ich gar nicht, das war schon mit Absicht. Ja, ich werte auch mal eben hier ein bisschen genau. Was auf. Die einen Fallen, die ich vorhin gesetzt habe, das hier waren Feuerfallen, die machen Feuerschaden. Ja. Feuer. Machen die, Und die anderen hier, die sprengen, die haben halt mehr Aufladung, aber die machen einmal Puff und dann sind sie weg. Und die haben aber auch einen Cooldown zwischendurch, oder? Aber die machen ordentlich Cooldown, Schaden, die machen alles, oder? Schaden. Die haben alle einen Cooldown, weil die alle so Cooldown sind. So, hier, das ist ich bin auch voll Cooldown, Alter, was ist denn heute mit uns los? Das sind ja voll die schlechten Sprüche. Das ist total geil. Ich fühle mich gerade voll im Element. Das ist total schön. Ist motiviert voll. Da haben wir irgendwo Türme, die beschützt werden müssen vor herunterfallenden Spinnen. Ja, der tödliche hier. Ach, ich kann inzwischen auch nochmal. Hier war ja immer so. Ja, genau. Ah, du bist super. Rami. Müssen wir noch irgendwo. Ich meine, wir halten uns einfach mal noch ein paar Einheiten frei, ne? Ja. Ja, hier unten muss auf jeden Fall dann, glaube ich, noch. Ich werte mal. Was werte ich denn nochmal auf? Die Klingenbarrikade jetzt links neben dir ist noch nicht. Ja. Und ich glaube, die Rückstoßeinheit. Kann ich aber gar nicht, die ist schon einmal. Ich war schneller. Ja, die Rückstoß, ich weiß nicht, ob die da oben. Es ist egal. Die ist auch jetzt. Schon. So, ja, ist das ist, jetzt die ist okay, geht. Da kommt Schwimmen. Jetzt ist sie. Geht los. Ja. Jackety Check Party. Ich bin mal sehr gespannt. Ich versuche trotzdem nochmal die ganzen Viecher hier nur mit der Armbrust wegzuwischen. Bei mir, er ist bei mir. Okay, achso, Rami, kannst du mal gucken, weil Wyvern wurden angekündigt. Die heilen sich hier gegenseitig. Ja, das ist eine Frechheit. Was? Wyvern? Ach ja. Oh nein. Wyvern wurden angekündigt. Oh, hier ist eine Spinne. Wyvern. Ja. Wow, und Explosionshainis. Die Armbrust, muss ich ja sagen, also die fallen um wie warme Semmeln. Falls sie umfallen. Ich bin tot. Die Spinnen nerven, oder? Ja. Die sind echt krass. Es sind immer die Spinnen, die mich hier vollkommen aus dem Konzept bringen. Die Armbrust, muss man dazu sagen, macht auch pro Schuss fast 800 Schaden und schießt irgendwie 5-mal pro Sekunde. Also die geht schon ganz gut. Ich glaube, die ist sogar ein Stück weit durchschlagend. Ich kann ja gleich in der nächsten Runde dann mal die Eigenschaften zeigen, falls ihr denn da mal fertig seid mit eurem Krams. Ja, jetzt liegt sie aber bei uns, wa? Aber, guck mal, wie der da droppt. Also die Lebensdropperia. Was, wo? Ja, beim Ogre. Beim Ogre. Guck ich gar nicht. Ne, der ist auch schon tot. Sehr schön. Kaum schreite ich ein. Wie, nee, das hatte ja jetzt. Jetzt bin ich wieder hier der nichts damit zu tun hat, oder was? Ja. Ja, okay, ich bin gerade so gelaunt. Ja, aber ich sag nicht, in welche Richtung. Also ich brauchte jetzt hier im Süden, brauchte ich jetzt Hilfe von Ramis Fallen, sonst hätte ich die Dinger nicht getroffen. Ja, siehst du mal. Das muss ich mal sagen. Ja, aber es ist alles down, ne? Alles down. Dann schnappeln wir uns mal die Ausrüstung hier. Ui, ein Level up! Oh, ich hab keins. Aber ich darf mich doch mal fast freuen. Ja, hier ist nichts geschadet. Hier... Wir müssen auf jeden Fall. Jetzt wollte ich wollte gerade irgendwas Schlaues sagen, aber ich habe es vergessen. Was willst du denn vorschlagen, glaube ich. Ach, vorschlagen. Nee, irgendwas Schlaues sagen. Ja. Ach so. Was hast du denn verstanden? Schlagen. Wollte irgendwas schlagen. Es kam nur Schlagen an. Echt? Ja. Alles zu seiner Zeit, ne? Aber ich brauche. Ich brauche Mana. Oh, eine Rüstung. Wie schön. Die ist schlecht. Aber die ist Panzer. Alter, habe ich die angezogen? Verdammt. Ja, wir sind gar nicht verfeilt. Ich tastete falsch. Wir sind voll bei der Sache. Hier, die Waffen sammle ich aber nicht ein, ne? Die können wir ja verkaufen. Wenn was Grünes auf der Karte ist, dann... Lederhemd. Nur nach was Grünem, nur die grünen Dinge einsammeln, oder wie machen wir das? Ist jetzt auch noch nicht so die Tip-Top-Weste. Einfach alles, was an Rüstung liegt, würde ich mal sagen. Weil wir haben uns zwar überlegt, wir wollen mal versuchen, dass wir dieses Set-Boni bekommen, wenn denn alles von der Rüstung das gleiche Material hat. Genau.
Das und ist jetzt so, das ist jetzt mal so das aktuelle Goal. Goal, genau. Wir wollen gar nicht gewinnen hier, sondern wir wollen einfach nur Rüstung sammeln. Und equippen. Das Tolle ist, die lassen hier oben nur Waffen fallen. Also bis auf die Stiefel, die dir gerade aus der Kiste kamen. Nein! Das ist ein absoluter Loot-Run, oder? Loot-Run? Loot-Run? Loot-Run. Hallo, ich bin der Loot-Run. Langsam, wieso langsam ist denn jetzt der Loot verarscht? Nein, doch, ich fühle mich Wer ist der Loot? Wer ist der Lu? Ich hasse euch. Wenn du schon Witze machst, dann wenigstens auch auf den Punkt, ne? Also nicht so ein Wischiwaschi hier. So, wo brauchen wir denn? Brauchen wir noch was? Nee, wir haben aber tatsächlich noch 16 Verteidigungseinheiten. Ja, ich habe auch noch Geld. Das ist ja Geld, ich. Wir wollen uns doch hier den Erfolg nicht erkaufen, oder? Oh, doch. Wo kam denn der Oger her? Aus dem Osten, aus dem Nordosten. Ich bin Mana. Ah, falsche Taste. Nordosten. Ich weiß aber nicht, ob oben oder unten. Puh, unten ist ja mit der anderen. Der Oger? Ja. Der kam von oben, dabei. Hat noch, ja, hier, hat noch jemand Mana? Ich glaube, wenn er jetzt daher kam. Okay, ich hab vielen. Aber wenn er jetzt daher kam, dann kommt er dann nicht noch ein zweites Mal. Das ist Zufall, glaube ich. Das ist Zufall, aber ja. Kann natürlich sein. Ich hab nochmal da was in den Weg gestellt. Da dürfte der stolpern. I am ready. I am ebenfalls ready. Ich will nur nochmal nach oben laufen, damit ich dann den Monstern direkt ins Gesicht gucken kann. Ja, wo wollen wir die Auflistung so, die Aufteilung so gemacht haben, sein? Wollen wir es so machen wie eben? Ja. In der nächsten Runde können wir ja nochmal tauschen. Ja. Warum? Ich wäre eher dafür, dass wir immer an der gleichen Stelle bleiben und dann jeder abcheckt, wo eventuelle Schwächen sind oder oh, so. Oh, da kommt ein Typ. Oh, der Typ ist weg. Jeder seine Rolle kennt. Ja. Mhm. Aber ich räume, also ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich muss sagen, ich räume gerade ziemlich gut auf hier oben. Das freut mich. Ja. Die sind noch nicht mal bei den Fallen angelangt. Na, apropos. Es ist bei mir eigentlich ganz ähnlich. Ja, das ist schön. Bei mir, schaut bei mir ist es Fallen, wieder... Aber schaut aus Nastis Sicht, um zu schauen, ob er lügt. Jetzt kommen genau die Spinnen. Verdammt, Axt! Ach, dann sollte ich mal nach Hause gehen. Oh, hier ist ja ein Oger. Den müsste ich mal vielleicht töten. Ach, das sind Wyvern. Ja, hallo. Aber die machen ja nichts, sonst käme hier eine übergroße Meldung. Ich hasse diese Spinnen. Da sind die Spinnen. Sie werden gegrillt. Ich glaube, ich... Werden sie das? Ja, das war ja, eigentlich ganz gut. Ich brauch doch keine Hilfe bei dem Spinne. Oger. Ach, hier ist noch ein Oger. Schön, dass ich die Seite hab mit den zwei Ogern. Ja, ich komme. Kommst du klar? Ja. Hier geht nichts kaputt. Eine Kristalle wird angegriffen, ne? Aber eigentlich sollte das nur kurz sein. Ja, also es hat sich auch. Ich gehe trotzdem. Ja, ne? Ach, ich kann gar keinen Mana einsammeln. Brauchst du noch Hilfe? Ich auch nicht mehr. Da ist noch. Nee, das ist alles gut. Das war's jetzt. Das ging ja easy. Das war volle Lotte, okay. Lotto? Ich bin Lotte, die ja, alte nicht, aber es klingt immer so negativ. ich kann durchdringender Schuss, durchdringen. Hält gesund, hält Schaden. Geschwindigkeit. Ja, ich denke, das mache ich immer in dieser Lautstärke. Das ist ja ätzend, wenn du träumst, Alter. Ja. Yeah. Die Nachbarn beschweren sich auch bla. Ständig. Blabla. Bla. Also der Traum von letzter Nacht hat mir nicht gefallen. Ja. Das Ende war einfach nicht so erfrischend. Du hast auch viel zu viel geflucht. Ja. Yeah.